Wir sind wieder auf Noveria. Beim letzten Mal habe ich ja noch ein bisschen was eingesammelt und damit herzlich willkommen in einer neuen Aufnahmesession hier bei Mass Effect. Genau, wir sind wieder hier am Eingang und ich habe mich hier platziert, denn Opold hat sein Paket hier abgestellt. Das sacken wir doch mal ein und schleppen es dann durch die Kontrolle, denn uns kontrolliert ja niemand. Ihr kommt mit, wunderbar. Genau, wir haben beim letzten Mal ein bisschen was eingesammelt und haben mal ein paar Cluster durchstreift, auch so nebenbei, um ein bisschen was noch an Nebenmissionen da zu finden oder an Fundgegenständen, was auch immer. Ich werde Sie im Auge behalten. Natürlich doch, Baby. Guten Tag, Commander. Ich hoffe, Sie benehmen sich. Haben nichts mit zweifelhaften Aktivitäten zu tun. Ich doch nicht, niemals. Ich lasse mich generell nicht in so etwas verwickeln. Nein, natürlich nicht. Ich dachte, Sie wären für so etwas zu intelligent. Wenn es so wäre, müsste ich Ihnen einen langen Vortrag halten und Sie bitten, abzureisen. Nur damit wir einander verstehen. Na klar doch. Warum sind Sie immer noch hier? Bewachen Sie mein Schiff? Alle Firmen haben Geheimnisse. Einige handeln mit Dingen, die nicht gerade legal sind. Es macht Sie nervös, dass ein Spectre hier ist. Anolais Sama ertrinkt in Petitionen, die Ihren Rauswurf fordern. Sie beschützen die Normandy vor den Firmen. Ich beschütze sie vor sich selbst. Sie haben nicht die Mitarbeiter oder Ausbildung, um eine Allianzfregatte anzugreifen. Erzählen Sie mir etwas über sich. Sie zuerst. Ich bin bloß Wachmann. Ich hörte, es gäbe keine menschlichen Spectres. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Ich bin ein Test. Der Rat will sehen, ob Menschen den Anforderungen gewachsen sind. Ich habe im Extranet davon gelesen. Man debattiert darüber, ob die Allianz eine zweite Chance bekommen wird. Ich habe ein Jahrzehnt bei den Marines gedient, musterte dann aus und ging in den privaten Sektor. Ich musste mich einige Male beweisen und bekam hier schließlich die Leitung übertragen. Überall stehen Wachen. Gibt es hier viele Probleme? Parasini-San hat Ihnen bestimmt das übliche Blabla über die Geschäfte hier erzählt. Jeder will von allen anderen beschützt werden. Aber jeder denkt auch, er hätte das Recht, allen anderen in den Hintern zu treten. Und Sie müssen sie davon abhalten, das zu eifrig zu machen. Mein Job besteht größtenteils aus Diplomatie. Zwei Leute schreien sich an, meine Leute kommen rein, zeigen ihre Waffen und schon wird es wieder zivilisiert. Wenn mich mein Job eins gelehrt hat, dann wie man unparteiisch bleibt. Ich finde das eine schöne Auslegung von Diplomatie. Zeige meine Waffen und dann ist alles geklärt. Sie haben eigene Sicherheitskräfte. Alles, von Hackern bis hin zu Söldnern. Sie müssen schließlich Investitionen schützen. Aber wir sind die einzigen, die Waffen tragen dürfen. Darum versuchen die Firmen ständig, meine Leute zu bestechen. Ich habe eine klare Richtlinie in Bezug auf Nebenjobs. Jeder, der einen annimmt, wird gefeuert. Sehr gut. Ich gehe dann. Sehr schön, Commander. Und machen Sie keinen Ärger. Ich mag die, muss ich sagen. Also die da drüben, die ist ja generell ziemlich komisch, diese Kyra. Aber die Maiko, die ist eigentlich ziemlich vernünftig und ziemlich nett. Also die ist eigentlich ganz okay. Ist das ja eigentlich nichts. Okay. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach drüben. Mit den Leuten hier reden wir ja sowieso nicht. Niemand will mit uns reden, niemand darf mit uns reden. Wollen tun sie vielleicht schon, aber sie dürfen nicht. Rein in den Fahrstuhl. Mensch, das hat ja gerade schon wieder gehakelt. Ja, ich weiß auch nicht, warum das manchmal so hakelt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Spiel mit. Ich bin der Meinung, dass es ab dem zweiten Teil ein bisschen stabiler läuft, ein bisschen runterläuft alles. Aber es ist halt, wie es mit vielen Spielereien so ist, das erste Spiel wurde noch mit einem etwas geringeren Budget produziert und als es dann ein Erfolg war, dann hat man ein bisschen mehr Geld reingesteckt und dann wurde das Ganze noch ein bisschen runder und ein bisschen ausgefeilter. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Na klar. Deswegen ist es eigentlich kein Wunder und deswegen ist der zweite Teil auch allgemein als der beste angesehen. Haben Sie das Paket? Der Kunde wird unruhig. Doch nicht. Doch, natürlich haben wir. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Tja. Es wäre töricht, dies zu tun, ohne zu wissen, ob ich damit nicht meinen Feinden helfe. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Haben Sie das Paket? Ich weiß nicht, ob mir diese Info jetzt was bringt, aber ja, wir haben es. Wir werden es ihm geben. Wir sind ja nicht böse. Bitte sehr. Der Spectre hat dieser Person einen großen Dienst erwiesen. Aus der Tiefe des Lichts dankt sie Ihnen.
Diese Person versprach eine Belohnung für die geleisteten Dienste. Dieser schlägt untertänigst eine Summe von 250 Credits als angemessen vor. Hätten Sie das ohne mich überhaupt am Zoll vorbeischmuggeln können? Sie könnten etwas großzügiger sein. Ihre Worte sind leider nicht von der Hand zu weisen. Diese Person würde die Summe auf 500 Credits erhöhen. Dann bekämen Sie die Hälfte seines Profits. Mehr kann diese Person Ihnen nicht anbieten. Wie rücksichtsvoll von Ihnen. Diese Person ist froh, dass wir uns einig sind. Gut, das lief doch ganz gut. Ich schaue mich nur mal um. Wir sehen schon... Diese Person wartet auf ihre Rückkehr. Natürlich, wir haben auch einen Stufenaufstieg erreicht. Wir sehen schon, das ist echt praktisch, wenn man diese Überredungsfähigkeit hat. Bei den beiden, die habe ich ja beim letzten Mal, habe ich das ja mit erwähnt, dann in diesem Zusatzabschnitt, genau, das ist jetzt auch noch mit dabei, die meisterhafte Sabotage, wunderbar. Habe ich ja erwähnt, dass ich jetzt auf manuell auch bei den Teammitgliedern umgestiegen bin, weil ich hier ein bisschen die Dechiffrierfähigkeit erhöhen möchte, damit das dann mal funktioniert, auch bei allen Kisten, wenn ich die mit dabei habe, die beiden. Tali werde ich ja nicht so sehr für Kampfeinsätze mit benutzen. Bei Garrus sieht es etwas anders aus. Den werde ich vielleicht schon mal mit benutzen, aber vor allem sind die beiden halt auch fürs Dechiffrieren gut. Wir sehen schon, die Vorbildlichtleiste, die steigt schon ein bisschen, ne? Also wir sind schon gar nicht mehr so weit am Anfang. Gut, worauf packe ich meine Punkte, ist die Frage. Ich könnte jetzt beim Sturmgewehr weitermachen, da könnte ich dann mir auch das Präzisionsgewehr. Erweiterter Overkill generiert 50% weniger Hitze und reduziert Präzisionskosten um 30%. Achso, das ist bloß Dingens hier. Dauert 12 Sekunden, Nachladezeit 45. Was war denn der erste? 10 Sekunden. Ach, wegen 2 Sekunden weiß ich auch nicht so richtig. Hinten sind es dann 15? Was haben wir hier bei Kampfpanzerung? Erweiterter Schildboost. Könnte man machen, könnte man. Wie hoch, wie schnell geht das denn hoch? Okay, Ich könnte auch auf Fitness mal gehen. Verbessert die Gesundheit schließlich, ne? Einen Punkt können wir schon mal auf Fitness geben, würde ich sagen. Was kommt hier? Immunität. Erhöht den Schadensschutz. Ach, ich probiere jetzt nicht so lange rum. Ich mache mal so. Da haben wir zumindest mal das Sturmgewehr frei. Das Präzisionsgewehr mit freigeschaltet. Das Scharfschützengewehr. Ich müsste auch mal die Pistole skillen, damit ich dann irgendwann mal hier zur Schrotflinte vorstoßen kann. Denn das Blutbad hätte ich eigentlich schon ganz gern. Das ist schon ziemlich geil. Das haut ziemlich rein, wenn man mal schlagartig aufräumen will. Deswegen nehme ich eigentlich auch ganz gern Rex mit, weil der das Blutbad nämlich beherrscht. Gut, mit Opel haben wir soweit alles abgearbeitet. Haben auch ein bisschen Kohle dabei mitgemacht. Das heißt... Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Wir können mal vorstoßen. Und genau, hier habe ich ja beim letzten Mal Noveria verlassen, beziehungsweise die Aufnahme verlassen, bevor ich dann aus Noveria raus bin. Wir haben jetzt zwei Fahrstühle, die wir nehmen können. Der hier geht schon mal nicht, okay. Nach allem, was ich gehört habe, sind Schneestürme recht gewöhnlich hier. Ja, wenn ich so rausgucke, wundert mich das nicht. Okay, hier ist auch keiner zum Sprechen, aber hier hinten haben wir noch einen Fahrstuhl, den wir benutzen können. Und das tun wir. Auf nach oben mit uns. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir jetzt, wo wir stehen geblieben waren hier in Noveria. Also, welche Aufgabe für wen wir gerade durchführen mussten. Ach, ich glaube für den Typen von der einen Firma, die es nicht mehr gibt. Irgendwie muss ich doch für den was tun. Tolle Aussagen, die ich hier gerade treffe, so unglaublich präzise. Gut, aber... Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Das wird sich schon ergeben. Gut, sprechen wir erstmal mit der Dame, wenn sie uns hier schon so anspricht. Mal schauen, was sie will. Also ich weiß es ja, aber ihr noch nicht. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es.
Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Das ist illegal! Aber warum eigentlich nicht? Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Ach komm, warum nicht? Wir sind sowieso schon böse gewesen hier. Nein, ich glaube auch nicht, dass Sie clean sind. Ausgezeichnet. Hier ist der Hacker. Wenn er piept, hat er seinen Job erledigt. Ich habe ein Dossier über Vargas angelegt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen kurz was über seine Verhaltensmuster erzählen. Na klar, immer noch. Erzählen Sie mir, was Sie über Vargas wissen. Er hat keinerlei Geduld mit Leuten, die seine Zeit verschwenden. Ich wollte ihn mit Smalltalk ködern, aber er folgerte nur, dass ich nicht interessiert sei an den Diensten seiner Firma. Mir ist aber eine Art Tick bei ihm aufgefallen. Wenn ihn ein Thema nervös macht oder wenn ihm etwas unangenehm ist, fängt er an, sich den Nacken zu reiben. Wenn Sie das sehen, sollten Sie das Thema vertiefen. Das könnte ihn so weit verwirren, dass er weiterredet. Okay, klingt doch gut. Ich habe noch anderes zu tun und werde Ihnen nicht helfen. Nein, das will ich doch gar nicht. Dann werde ich mir jemand anderen suchen. Ich möchte aber bezweifeln, dass Sie woanders 500 Credits nur dafür bekommen, einem Vertreter zuzuhören. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Ja, hier, komm. Okay, ich schätze, so beschäftigt bin ich doch nicht. Ich würde mich über jede Hilfe freuen, die Sie anbieten können. Ich gehe jetzt zu ihm. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Das finde ich manchmal ein bisschen störend. Man kann manchmal nicht unbedingt rauslesen, was jetzt die Intention hinter der Antwort ist, nur von diesen paar Wörtern, die da stehen. Also das gerade eben. Ich finde, man konnte es nicht wirklich daraus folgern, dass jetzt damit gemeint ist, dass man den Auftrag abbrechen will. Aber naja, was soll's. Speichern wir und los geht's mit Vargas. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Vargas, ich bin Commander Shepard, ein Spectre. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Raphael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Ich soll Sie ausspionieren, bester Spion aller Zeiten. Vielleicht. Das hängt davon ab, was für ein Angebot Ihre Firma macht. Ich dachte eigentlich, dass die Citadel alle ihre Verbesserungen von einer salarianischen Firma vornehmen lässt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero-basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 20/15-Sicht und ein Gehör von 12 bis 22.000 Hertz. Nein, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich habe das doch ausgemaxt, soweit wie es geht. Das ist ja unfair. Ach Mann. Erscheint mir sehr hoch. Weiß ich nicht. Na komm, warum nicht? Probieren wir mal. Sind Sie sicher, dass das der beste Preis ist, den Sie anbieten können?
Absolut. Das ist unser Standardpreis. Wenn die Regierung sich allerdings durchringen könnte, eine offizielle Anfrage zu tätigen, könnte es einen zusätzlichen Rabatt geben. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind. Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Oh, kann ich das schon wieder nicht auswählen? Jedes Mal, wenn er sich am Nacken kratzt, kann ich die nicht auswählen, die eigentlichen, die guten Gesprächsoptionen. Das ist nicht schön. Okay, wollen wir mal nachhaken? Ich glaube schon, oder? Führt Binhex einige weniger lupenreine Projekte durch? Ich werde meine Quelle auch vertraulich behandeln. Natürlich nicht. Der Ruf unserer Firma ist einwandfrei. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Binhex-Operationen auf Noveria tadellos sind. So. Okay, ja, das ist meine Kommeinheit, ist doch eine gute Ausrede. Tut mir leid, Mr. Vargas, aber ich muss jetzt einen Anruf entgegennehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, mit der Zitadelle Geschäfte zu machen. Das ist halt schade, dass man das nicht wirklich, also das finde ich ein bisschen ärgerlich, dass man hier die Schmeicheln einschüchtern, dass man nicht von vornherein wirklich das durchziehen kann bis zum Ende. Weil dann hätte ich das auch gemacht, dann hätte ich halt meinen Nachteil im Kampf erstmal am Anfang, bis ich dann wieder Level-Ups hätte. Aber dann könnte ich zumindest die Gesprächsoptionen alle auswählen. So habe ich gar nicht die Chance zu dem Zeitpunkt, wenn ich nach Noveria komme, zu diesem Zeitpunkt des Spiels, habe ich nicht mal die Chance, das überhaupt auszuwählen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich eigentlich. Dasselbe Problem hatte ich ja auf der Citadel mit dem General, als ich mit dem gesprochen hatte. Da kam im Prinzip was Ähnliches bei mir. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Irgendwelche Ergebnisse? So. Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Da geht mehr. Nur 500? Okay. Ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Auf Wiedersehen, Spectre. Sehr gut. Freut mich. Oh, abtrünnig. So böse. Ich bin ja so fies. Gut, wir haben ja auch was Böses gemacht, von daher. Wir sind ja illegal gewesen. Was soll's. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Achso, unser Konto steigt natürlich. Was steht denn überhaupt da? 21.000? Wow, ich dachte, wir sind doch ein Stück niedriger. Das heißt, da kann ich mir ja schon fast eine schwere Rüstung leisten. Das ist ja geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich gucke noch mal ganz kurz durch, ob ich vielleicht irgendwas Neues habe, was hier besser sein könnte. Ich glaube, bei der Stinger... Nee, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon alles angelegt, ne? Hier die... Ne, wir haben ja eine Schwere am Körper, von daher passt das schon. Gut. Wir müssen mal bei Gelegenheit Ashley mit ausstatten, was die Rüstung angeht. Aber jetzt reden wir erstmal mit Lorik Queen. Ich glaube, das war nämlich der, mit dem wir eigentlich reden sollten, um irgendwie zu Gipfel 15 zu gelangen. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Queen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synergie. Zumindest im Moment. Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anolais Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung.
Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Das werden wir erstmal sehen, ob das funktioniert. Genau, SynIQ hieß die Firma, ja? Und ich finde es immer ziemlich lustig, dass die Dorianer ständig versuchen, menschliche... Schade, gehofft, dass hinten vielleicht irgendwas versteckt ist. Dass sie mal versuchen, menschliche Redensweisen mit einzubauen in ihre Gespräche. Ist doch eigentlich ganz nett, dass sie überhaupt versuchen, überhaupt das die zu lernen, ne? So, von hier bin ich nicht gekommen, oder? Nee, aber hier gibt es auch gar nichts. Wozu sind solche Ecken da hier? Geh mal weg, Garrus. So, wir können hier drüben durch. Nee, von da bin ich gekommen. Von da bin ich nicht gekommen, aber da gehe ich jetzt lang. Das ist doch bestimmt mein Weg, oder?